Mann, ich scheiß drauf, es ist aus, ich schalt jetzt das Licht aus. Ich hasse dich genauso wie jemand, der Kinder missbraucht. Ohne dieses Rappen, ohne diese Musik, wäre ich, glaube ich, nicht mehr auf diesem Planeten. Ursprünglich komme ich aus Deutschland und vor 3,5 Jahren bin ich hier hingekommen ungefähr, weil ich mir einfach gesagt habe, ich muss erwachsen werden, was aus meinem Leben machen. Ich habe aufgehört zu kiffen, aufgehört zu trinken, aufgehört Automaten zu spielen, aufgehört zu wetten. An deinen Texten spürt man dein Leben und man spürt deine Wut. Wir mussten uns entscheiden. Es sind beide weiter. So positiv die Castingrunden für Massimo geendet haben, so schwierig gestaltet sich sein Einzug. Es schaut beschissen aus. Warum? Hör mich an. Ich fühle mich beschissen, meine Nieren tun weh. Ich habe meine letzten 2 Euro gerade in Sandler gegeben und danke an dieser Stelle den 2 netten, verständnisvollen Damen von Wiener Linien, weil ich beim Schwarzfahren gepackt worden bin, ja? Wurscht. So schaut's aus bei mir. Dass der Wahlwiener Massimo vor den erfolgreichsten deutschen Rapper Sido treten muss und das mit einem seiner Hits, ist alles andere als leicht. Massimo schwächelt, in, dass er nicht an sich glaubt. Wäre doch schön, so ein Finale zu haben, Rapper gegen Sänger, oder? Und dann entscheidet das Publikum, also zumindest... Haben wir eine realistische Chance, ins Finale zu kommen? Das entscheide ich nicht. Auch hinter der Kamera fragt er mich dann, ob ich das jetzt ernst meine, was ich alles sage. Also ich glaube, man hat mittlerweile mitgekriegt, dass ich hier kein Blatt vom Mund nehme. Ich erzähle euch eine Geschichte, listen. Die kleine Jenny war so niedlich, als sie 6 war. Bitte kein Listen auf mein Lied, Papa. Wenn ich das von dir verlangen darf, bitte kein Listen. Das fand ich ganz schön scheiße. Ich selbst sehe mich als Außenseiter. Und das Maximale, was ich mir erdenken kann, ist, unter den letzten 5 zu kommen. Ja? Also er ist berechtigt unter den letzten 14, finde ich. Trotzdem, da gehört noch viel mehr dazu. Und viel mehr Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen und Eier zeigen. Ich habe mittlerweile über die Jahre, wächst mir gerade das 7. Ei. Ich weiß nicht, wie viel er hat. Wenn er Glück hat, hat er seine 2 schon fertig. Okay, also du hast das jetzt einfach, ne? Startnummer 07, trainiert von Sido mit einem Song von Sido. Hier ist Massimo Scena. Hey, hallo Kinder! Hallo Massimo! Komm an meine Seite, Jenny, gib mir deine Hand. Passt auf, soll ich euch eine Geschichte erzählen? Ja! Ey, die kleine Jenny war so niedlich, als sie 6 war. Doch dann bekam Mama ihre kleine Schwester. Jetzt war sie nicht mehr der Mittelpunkt, sie stand hinten an. Und dann mit 12 fing sie hemmungslos zu trinken an. Das war sowas wie ein Hilfeschrei, den keiner hört. Bei jedem Schluck hat sie gedacht, bitte Mama sei empört. Doch Mama war nur selten da, keiner hat aufgepasst. Papa hat lieber mit Kollegen einen drauf gemacht. Jenny war draußen mit der Clique, hier war sie beliebt. Hier wird man verstanden, wenn man oft zu Hause Krise schiebt. Sie ging mit 13 auf Partys ab 18, schminken wie eine Nutte und dann rein in das Nachtleben. Ecstasy, Kokain, Ficken auf dem Weiberklo, Flatbeds auf dem 56, Tequila-Shots einfach so. Wie viel mehr kann dieses Mädchen vertragen? Ich frage Kinder, komm, wir müssen den Eltern was sagen und das geht, hey! Aha! Justin war nicht gerade ein Wunschkind, doch seine Mama ist der Meinung, abtreiben gleich umbringen. Das Problem war nur, dass Papa was dagegen hatte. Deshalb fand man Justin nachts in der Babyklappe. Er wuchs von klein auf im Heim auf, doch wenn der Betreuer was sagte, gab er einen Scheiß drauf. Er hat schnell gemerkt, dass das nicht sein Zuhause ist. Hier gibt man dir das Gefühl, dass du nicht zu gebrauchen bist. Dass er jemals 18 wird, kann man nur wenig hoffen, denn er raucht mit 6, kifft mit 8 und ist mit 10 besoffen. Sag, wie viel mehr kann dieser Junge vertragen? Ich sage, Kinder, komm, wir müssen den Eltern was sagen und das geht, hey! Aha! Mal die Augen auf. Hallo Massimo.
Hallo Doris. Hallo Kinder. Hallo Doris. Lernen ist gelernt. Schön geprobt. Danke. Dicken Applaus für die Kids bitte nochmal. Ja, ich hoffe trotzdem, die haben beim Text nicht ganz genau hingehört, aber ja, alles andere als jugendfrei teilweise. Aber es geht um eine wichtige Message, nämlich alle, die Kinder in die Welt setzen, haben sich verdammt nochmal auch um die Kids zu kümmern. Eltern, macht die Augen auf. Ich sag euch, ihr wisst nicht, was eure Kinder tun. In Gottes Namen passt auf und macht die Augen auf. Yes. Sido, man, hast du deinen Song wiedererkannt? Ja. Also ich würde sagen, hier jetzt noch ein Bart, eine Brille und ein paar Tattoos, dann kann ich dich hier als Double nehmen hier für meine Konzerte, wenn ich mal keinen Bock habe. Ansonsten können wir ja die Maske wieder auspacken, dann fällt es niemandem auf. So rein theoretisch. Sag mal, Massimo, du bist ja Deutscher. Was rechnest du dir für Chancen aus in einer österreichischen Castingshow? Also im Herzen die Heimat. Ich bin ein waschechter Ruhrpott-Junge, ja. An dieser Stelle Grüße an meine Jungs, A,5 Peace nach Deutschland. Aber ey, ich lebe seit 3,5 Jahren hier, meine halbe Familie ist hier. Ich habe so viele neue Leute und Freunde kennengelernt und Wien ist eine verdammt coole Stadt und Österreich ist ein verdammt cooles Land, definitiv, ja. Yeah. Wir fühlen uns auch wohl mit dir an unserer Seite. Mario, ist Massimo ein guter Rapper? Ein wahnsinniger Rapper. Massimo, das erste Mal, wie du beim Casting reingekommen bist, hast du mich wirklich mit deinen Texten total berührt. Weil du bist intelligent und das bringst du auch rüber. Das, was du schreibst, kommt aus dir. Das, was du erlebt hast, das packst du in deine Texte. Ich fand das super. Du weißt, ich bin ein Fan der ersten Stunde und wurscht, wo du herkommst, in Wien heißt es auf Österreichisch Bamfix, Alter. Großartig. Yeah. Ja, der Wortwahl von Mario kann ich mich natürlich nicht anschließen. Aber ich meine, was für eine Traumpaarung. Du mit Sido, was ist das für eine Riesenchance, dass du von Sido trainiert wirst? Und ich sag dir eins, du hast diese Chance großartig genutzt. Du hast einen geilen Flow. Du hast einen geilen Flow, du bist textsicher, du bist taktsicher und du bist ein Rapper, dem die Sympathien der Menschen zufliegen werden. Bravo. Ich glaube sehr an dich. Und Sido, was meinst du? Das war Agro Wien, oder? Großartig. Wunderbar. Hey, das war richtig geil, oder?